Das sagt der Prophet, sallallahu alaihi wasallam. Er sagte, die Richter sind drei. Zwei Richter kommen ins Feuer und einer ins Paradies. Derjenige, der ins Paradies kommt, ist der, das Recht kennt. Er kennt die Wahrheit. Er hat das Wissen. Er hat die Stellung. Er darf Fatwa geben. Er darf zwischen den Menschen richten. Und er kennt das Recht und urteilt nach dem Recht. Urteilt nach der Wahrheit. Und der Zweite, er kennt das Recht und urteilt nicht danach. Er weiß, was die Wahrheit ist, aber weil es sein Bruder ist, weil er den besonders gern mag, spricht er dem anderen das Unrecht zu. Er hat Recht. Obwohl er weiß, dass nach der Scharia er Unrecht hat. Und der kommt ins Feuer. Und der Dritte, der kennt nicht das Recht und urteilt trotzdem zwischen den Menschen durch sein Unwissen. Und so kommt er ins Feuer.